Raphael Rennhofer vom FM Racing Team geht von der Pole aus in diesen zweiten Lauf der Mini-Klasse. Den ersten Lauf konnte er bereits gewinnen, die ersten 25 Punkte hat er damit heute schon auf dem Konto. Neben ihm geht in dieses Rennen mit der 112 Sondre Norheim von der Kartschmiede. Max Reis von Nes Racing mit der 128 und Viktor Nielsen, der Däne vom RS Competition, mit der 150 dann in der zweiten Startreihe dahinter. Miko Mikov mit der 102 und Luis Reichel, die 177, teilen sich die dritte Startreihe und in Startreihe 4. Gustav Bjorhoff dann die 110 und Austin Lee mit der 114. Fabrice Weber und Caius Ratsuvicius die 109 dann in der fünften Startreihe. Die sechste Startreihe bildet sich aus Corbin Hillebrands mit der 111 und Julian Jungheim die 124. Komplett macht das Feld auf der 13. Startposition die 158 Jonas Ungnader. So, jetzt heißt es natürlich für Raphael Rennhofer wieder das Feld an den Start bringen für diesen zweiten Wertungslauf der Mini-Klasse. Ja, der Österreicher hat natürlich da dementsprechend Erfahrung. Der Österreicher, der mit deutscher Lizenz aber unterwegs ist, so wie neben ihm Sondre Norheim, der Norweger, der ebenfalls eine deutsche Lizenz hat und deshalb hier mit dabei ist, beziehungsweise hier unter der deutschen Flagge fährt. Raphael Rennhofer im ersten Lauf. War das eigentlich eine klare Angelegenheit? Wie wird es jetzt werden? Lichter sind ausgegangen. Max Reis geht sofort das Tempo von Raphael Rennhofer mit in den ersten Metern, in den ersten Kurven. Lässt da dem Sondre Norheim keine Chance einzuscheren auf Platz 2. Im Gegenteil, Sondre Norheim fällt bis auf Platz 4 zurück, holt sich aber sofort wieder den dritten Platz erst einmal von Miko Mikov, der auf Platz 3 kurzzeitig ebenfalls mit durchgerutscht war und dementsprechend schon sehr zufrieden war. Aber dann kam Sondre Norheim, ging doch noch vorbei, weil er natürlich weiß, dass er an diesen dreien dort vorne dranbleiben muss. Und so haben wir vorne diese Dreiergruppe mit Raphael Rennhofer, Max Reis und Sondre Norheim. Viktor Nielsen führt dann das Folgerfeld an. Er ging ebenfalls an Miko Mikov vorbei. Nielsen, der Däne mit der Startnummer 150. Ja, und so geht's eben in diese nächste Runde. Und das Feld zieht sich schon in dieser zweiten gefahrenen Runde weit auseinander. 9 Minuten eine Runde sind zu absolvieren. Und wie gesagt, schon weit auseinandergezogen dieses Feld auf den Plätzen. Raphael Rennhofer hat nach bereits 2 Runden 0,6 Sekunden Vorsprung vor Sondre Norheim. Norheim dann auf Max Reis, 0,2 Sekunden Rückstand. Also da merkt man schon, wie sich das Ganze auseinanderzieht im Laufe dieses Rennens. Ja, Raphael Rennhofer, übrigens, Rennhofer in seiner Freizeit auch ein ganz guter Tennisspieler.
Das hält ihn natürlich auch fit. Ah, es ist natürlich auch eine Frage der Reaktion, die er da schulen kann mit einem Tennisspiel. Da muss man schnell reagieren, man muss gut auf den Beinen sein. Vieles, was man hier braucht, ist da natürlich ebenfalls drin. Oder gibt es 3 Sekunden obendrauf für Austin Lee? Die Startnummer 114 hat beim Start den Korridor verlassen. Derzeit ist er auf Platz 9 unterwegs, beziehungsweise jetzt auf Platz 8 sogar vorgegangen, vorbei an Fabrice Weber. Aber wir müssen am Ende des Rennens 3 Sekunden da in der Gesamtzeit nochmal obendrauf rechnen für Austin Lee. Ja, die Korridorsgeschichte, das heißt, Sie sehen ja beim Start diese Korridore, nicht die Startstriche, die dort sind, sondern einfach nur diese langen Korridore, und die dürfen erst verlassen werden, wenn das rote Licht ausgegangen ist. Die rote Ampel muss aus sein, dann darf man aus einem Korridor herausfahren, dann darf man auch überholen, Plätze gut machen etc. Und da ist der Austin Lee wohl ein bisschen zu früh raus bei 3 Sekunden. Das dürften 2 Räder gewesen sein. Bei 4 wären 5 Sekunden für Austin Lee fällig gewesen. Sondre Norheim vorbei jetzt an Max Reis, noch bei der Anfahrt zur Start- und Ziellinie. Aber am Ende der Start- und Zielgeraden geht Max Reis wieder zurück auf seinen 2. Platz. Ja, jetzt haben sich da 3 Fahrer hinter Raphael Rennhofer gefunden, mit Max Reis, Sondre Norheim und Viktor Nielsen, die sich schon im Lauf davor ein bisschen die Kanne gegeben haben. Jetzt geht's also genau dieser Zweikampf, Dreikampf wieder weiter. Sondre Norheim kurzzeitig vorne gewesen auf Platz 2. Dann war Max Reis wieder da. Und Max Reis kann sich auch so ein bisschen jetzt absetzen von den beiden Skandinaviern, von Norheim und von Nielsen. Mikko Mikhoff, sicherer Abstand, 1,4 Sekunden beobachtet er das. Aber hinter ihm, hinter Mikko Mikhoff mit der Startnummer 102, ist Luis Reichel unterwegs mit der 177. Also auch da könnte es durchaus noch in den verbleibenden 3 Minuten 45 Sekunden die ein oder andere Änderung geben. Und dann das große Verfolgerfeld, angeführt von der Startnummer 110 von Gustav Bjørhoften. Gustav Bjørhoften, ebenfalls ein Fahrer aus Norwegen, der in diesem Jahr, in seinem 5. Motorsportjahr unterwegs ist und jetzt also bei der deutschen Rotax Max Challenge mit dabei ist. Ja, jetzt habe ich ein bisschen gewartet. Ich dachte eigentlich, Sondre Norheim versucht, an Max Reis vorbeizugehen. Aber Max Reis war früher auf dem Gaspedal, hatte mehr Schwung. Heißt aber nicht, da kommt er zwar auf der Start- und Zielgeraden weg, aber muss natürlich dann dementsprechend am Ende der Start- und Zielgeraden das auch wieder umsetzen können in dieser Doppelrechts, die schon ein bisschen zur Haarnadelkurve hier wird, die sich dann immer weiter verengt. Und da wird es natürlich kritisch. Da muss man natürlich dementsprechend runterbremsen, ohne den Schwung zu verlieren. Also nicht zu viel bremsen. Und da ist natürlich dann Feingefühl im Fuß gefragt. Aber der Max Reis hat dieses Feingefühl, beweist er auch jetzt wieder. Ist wieder weggefahren von Sondre Norheim. Wieder keine Chance für Sondre Norheim. Aber am Ende ist es Sondre Norheim, der dran ist und dann auch innen vorbeigeht an Max Reis. Also da sieht man, die Einstellung des Karts ist natürlich wichtig. Sondre Norheim hat sein Kart auf gerade eingestellt. Heißt, auf der Gerade ist er schnell unterwegs. Aber wenn dann die Kurven enger werden, das Rausbeschleunigen aus diesen Kurven, das fällt ihm nicht so einfach. Deswegen konnte der Max Reis auch immer wieder in den
engen Passagen punkten gegenüber Sondre Norheim. Und jetzt ist er auch fast schon wieder an ihm dran, wenn es an der Tribüne vorbeigeht für diese drei. Kurzzeitig war da auch noch der Viktor Nielsen mit dran, aber der hat dann doch ein bisschen sich zurückgenommen. Und Sondre Norheim, Angriff auf Max Reiß. Max Reiß geht vorbei. Am Ende der Start und Zielgerade an Sondre Norheim. Also vielleicht doch gleiche Karteinstellung. Ist Max Reiß, wie gesagt, auf den Geraden schneller unterwegs. Vor der Gegengerade, da ist es dann wieder Sondre Norheim, der die Führung übernimmt, beziehungsweise Platz 2 vor Max Reiß. Denn die Führung, die gehört Raphael Rennhofer. Und die ist dem nicht mehr zu nehmen. Wir haben jetzt noch 26 Sekunden auf der Uhr. Dann geht es in die letzte Runde. Das heißt, wir gehen jetzt in die vorletzte Runde für Raphael Rennhofer in diesem zweiten Wertungslauf. Der steuert hier ganz klar seinem Doppelsieg entgegen. Und wieder Max Reiß am Ende. Der Start- und Zielgeraden vorbei an Sondre Norheim. Der legt den sich schon auf der Ziellinie zurecht, denn Sondre Norheim, da ist er schon innen. Da kann der Sondre Norheim gar nicht mehr reagieren, kann nicht mehr nach innen gehen. In der Kurve kann die Lücke gar nicht zumachen. Aber jetzt heißt es für Max Reiß, er darf in den Kurven diese Lücke nicht aufmachen. Da ist der Sondre Norheim schneller unterwegs. Haben wir jetzt wieder gemerkt, ist jetzt auf der Gegengerade. Jetzt kommt die Schikane. Ja, ebenfalls Sondre Norheim noch dazwischen. Und das Besondere kommt jetzt noch dazu für Sondre Norheim, der ist in seinem Sandwich drin. Hinter ihm ist jetzt Viktor Nielsen, der hat nämlich nicht mehr den Abstand, dass da er nicht eingreifen kann. Und wenn Sondre Norheim ausscheren möchte, kann es natürlich sein, dass sofort der Viktor Nielsen in diese Lücke reinfährt. Und so schnell kann man nicht schauen, wie man dann einen Platz verloren, anstatt gewonnen hat. Und da ist es soweit. Der Sondre Norheim wollte bei der Einfahrt zur Start- und Zielgerade vorbeigehen an Max Reiß. Das hat nicht geklappt. Die Lücke ging auf und der Viktor Nielsen ist reingefahren. Aber der Sondre Norheim, der konnte hier das Ganze noch einmal abwenden. Aber das war in höchster Not, dass er hier diesen zweiten Platz behalten durfte. Das war also jetzt eine ganz enge Kiste. Und dadurch ist der Max Reiß weggekommen. Und wir sind ja in der letzten Runde. Heißt, Max Reiß wird hier den zweiten Platz hereinfahren, wie er es schon im Zeittraining gemacht hat. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Da gibt es keine Punkte für. Aber für Raphael Rennhofer gibt es die zweiten 25 Punkte obendrauf für diesen Sieg. Max Reiß, der jubelt ja schon 100 Meter vor der Ziellinie über Platz 2 vor Sondre Norheim und Viktor Nielsen. Miko Mikov wird Fünfter. Luis Reichel holt sich Platz 6. Platz 7 dann für Austin Lee, aber Achtung, 3 Sekunden gehen da noch oben drauf. Caius Rutsevicius dann auf Platz 8, Corbin Hillebrands kommt als 9. ins Ziel, Fabrice Weber als 10., Julian Jungheim als 11. und Gustav Bjørhoften kommt als 12. an. Wie gesagt, Austin Lee haben wir 3 Sekunden noch so ein bisschen hinten drin. Da dürfte er auf Platz 11 so circa zurückfallen, wenn wir das uns auf die Schnelle anschauen. Soweit also die Miniklasse am heutigen Samstag mit einem Doppelsieger Raphael Rennhofer vom FM Racing. Ja, hier sehen wir es nochmal in allen Einzelheiten und dann macht sich unser Olli auf den Weg, einen Interviewpartner zu finden.